So, weiter geht's heute mit der Ligaspiel gegen RB Leipzig und da wollen wir natürlich weiterkommen. Nach diesem 2:3 gegen Borussia Dortmund oder 3:2 Sieg gegen Borussia Dortmund, so ist es eigentlich richtig. Aber wie gesagt, das machen wir uns, wird das alles ein bisschen schwerer werden. Jetzt haben wir RB und dann haben wir das Rückspiel. So. Deswegen werde ich wieder ein bisschen meine Rotationsmaschine mal anwerfen. Er kann auch rechts spielen. Okay, dann machen wir es so. Da setzt man auf der rechten Seite rein. So, Zentner, Neuer. Gut. Werden wir nicht so krass rotieren, aber wir werden trotzdem mal ein bisschen was Neues probieren. So, auf geht's gleich weiter mit dem nächsten Spiel dabei. Alle wichtigen Infos. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen. Traf er zum Derby-Sieg. Kann er heute wieder treffen? In der Champions League. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Willkommen in der Red Bull Arena, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Wird ankommen heute, da bin ich sicher. Und auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch angesichts der 4 Treffer, die ihm in den letzten 3 Spielen gelungen sind. So. Die Aufstellung von RB Leipzig. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Ja, wie gesagt, so krasse Routine gegen Augsburg ist es nicht, aber ein bisschen nochmal durchrotiert. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft. Champions League ist wichtiger als Rückspiel. Wir haben 3-2 zu verteidigen. Heute ist es nicht so wichtig. Also wie gesagt, Liga ist jetzt für uns durch. Da kann man dann mal ein bisschen Leipziger auf die Rotationsmaschine bauen. Gucken, wie es heute ausgeht. Luis Alberto. Otson Edouard. Da ist Thauvin. Ja, gut passt. Verteidigt. Agu. Ja, nicht ganz.
Die Gastgeber werden es in dieser Partie immer wieder mit starke, mit frühen... Ach, Coutinho, gut dafür schon wieder. Ich finde, eine nachvollziehbar. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Rossi. Heute müssen da unten Punkte her, oder Buschi? Na, keine Frage, der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze ist schon mächtig gut. Vielleicht die Führung jetzt! Jetzt ist ein Schuh! Elfte Minute, Ron Gossens. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Achtes Saisontor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor Schalke 04. Mit Platz 1 momentan ist das eine überragende Saison. Kein Wunder also, dass sie auch voller Selbstvertrauen auftreten. Das passt einfach. Sie treten auf wie ein echter Tabellenführer. Ich will heute auf jeden Fall diese Woche euch die volle Wissenschaft. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, schön. Den gemacht. Holt er sich mit einem guten Tackling. Becker. Macht Becker macht Becker auf. Kalatschel. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gemacht. Hier steht es 2-2. Kalajdzic, Doppelschlag, so ähnlich wie gegen Dortmund 15-19 und dann ging es ein bisschen dahin. Rossi. Oh, Nabil Fekir. Bitte. Und Son Eduard. Ja, schade, ich dachte, ich krieg den doch da durchgesteckt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ah, Akkoguma und weggegrätscht. Sie führen die Ecke kurz aus. Ball kommt in die Mitte. Und das ist dann. Und kann klären. Savage gewesen, ne? Ja, bringt den Ball jetzt nach vorne. Oh, man merkt, wie sie da unten jetzt durchatmen. Vor allen Dingen. Ja, da hat aber auch nicht viel gefehlt. Auf der Linie geklärt. Das Tor lag in der Luft. Bibu. Allgemein auf rechts aus und nicht als zentraler Stürmer. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Die Flanke war okay, aber da ist keiner, der irgendwie mitgeholfen hat, das Ding zu einzunicken. Rossi. Ja, schön. Guter Zweikampf. Was war? Es gibt Gelb, ich glaube, für diese Aktion oder? Sieht er Gelb. Jo. Das gibt eine auch die richtige Entscheidung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Jetzt in der Anspielstation. Brauer nicht, der Großen. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Aber der Keeper, der sagt dann an mir, kommst du jetzt in dieser Situation mal nicht vorbei. Beim Ballbesitz hat RB Leipzig im bisherigen Verlauf des Spiels Vorteile. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Aber dann macht's gut. Kino! Und wieder im Burro. Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg.
Samuel Chukwueze. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Hab dich. Erstmal. Torwart. Das macht er sehr und wieder gut. Ballverlust super der Leipziger, aber die Schalker tun das Gleiche. Er hat den Ball, gutes Denkling. Und dann ist durch. Zur Pause 22 schon. Souverän, aber wie gesagt, aber haben Sie letztens mir gemerkt, wie schnell das immer anders ausgehen kann. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Er hatte hier schon einige gute Szenen, also mit dem haben Sie wirklich richtig große Probleme. Die Leipziger am Anstoß. Naja, Ballbesitz ist für den Arsch, aber man muss ja nur ein bisschen was draus machen. Und das haben wir in zwei Situationen gemacht. Wir führen 2-0. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit läuft. Er kann ihn nicht aufhalten. Bebu, der Strotz vor Selbstbewusstsein und macht hier das Tor. Aber schön ins lange Eck da hinten vorbei am Keeper. 3-0 der Pause. Der dann direkt nach der Pause. Gehen Sie zu Dortmund und legen Sie jetzt ein bisschen nach. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Schalke 04, die Nummer 19, Ilias Bebu. Ah, der ist halt schnell, ne? Deswegen habe ich ihn geholt als Backup. Großes. Das könnte gefährlich werden. Apropos schnell, das ist er hier auch. Coutinho, 4-0. Das sind diese Spielsituationen, in denen er auftrumpfen kann, in denen er der Abwehr keine Chance gibt. Der wechselt in der Saison, aber wie gesagt, das ist Seeburg und wie gesagt, das ist unsere letzte Spiel, letzte Saison. Da ist das Tor nochmal. Coutinho nochmal mit dem Tor. Da sind sie viel zu passiv. Wir müssen irgendwie doch den Ball aus dem 16er kriegen. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auf das Ergebnis aus. Die Nummer 14, Philippe Coutinho. Nabil Fekir am Ball. Bitte. Ah, der Ball. Ja! Aluminium bei RB, aber diesmal nicht. Das Tor, Becker. Er hat sich natürlich, dass der Ball nicht drin war, dass das Aluminium im Weg war. Ja, es wäre vielleicht wieder was drin gewesen, aber jetzt nochmal, Ball für... Und der Becker, der ist eigentlich Verteidiger, der darf jetzt mal den Weg da vorne gehen. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Gut, dann macht das halt der. Simon Becker. So, erstes Saisontor. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Burkhard Förster, Ihr Handy wurde an Kasse B3 abgegeben. Herr Burkhard Förster, Tobar. Bitte holen Sie Ihr Handy an Kasse B3 ab. Danke. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ich auch nicht, ich mich ebenfalls, aber die alte Regel gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Und das gelingt eben Gosens jetzt mal wieder über die Sie Seite. Gosens wird das aufs nächste Tor. Wir haben noch Platz. Jetzt die Flanke. Die Gelegenheit. Tor.
Er fällt aber ab. Wirklich, es ist abseits. Geiger. Gut gesehen vom Assistenten. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Situation. Völlig korrekte Entscheidung vom Assistenten. Das kann man hier klar sehen. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider ja, keine Wechsel bei gute Leistung heute. Folgerichtig. Wechsel bei RB, Doppelwechsel sogar. So. So, jetzt wird wollen sie auch mal einen Doppelwechsel geben. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Luis Alberto. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ah, schön, aber Glück gehabt, dass er da doch noch durch. Jetzt dass er da am Ball bleiben kann. Schöne Bewegung. Abgepfiffen, abseits. Ja, ich laufen lassen. Eine Auswechslung vor. Jetzt ist die Kugel weg. Ganz energisch. Savic. Auf den Flügel kommt. Oh, Savic, ja, bleibt da dran. Einwurf für RB Leipzig. Ja, das hätte was werden können. Die Chance auf vielleicht den gibt es den Ball jetzt, aber Burkhardt, der hat schon länger nicht mehr gefunden. Und der ist im Gegensatz zu seinem Verteidiger, konnte ihn noch ganz frisch. Und den haut er vorbei. So ein perfekter Konter sein kann. Auch wenn es hier nicht geklappt hat, das war ein toller Spielzug. Glück gehabt für RB, dass hier nicht das Sechste noch gefallen ist. Und nun fehlt hier. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Fehlt hier jetzt. Und wenn sie jetzt schnell... Paulinho! Ist es das? Du, und der Tipp! Wie geht es zu Burka, macht Paulinho dann richtig? Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Die Nummer 10. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Paulinho. Ah, da kommt er nicht vorbei an den Jungs. An den Jungs so, dahinten. Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Odson Eduard. Leipzig über außen. Dann ist Ende im Gelände. Die 3 Punkte holen wir uns und jetzt gehen wir danach ins Rückspiel gegen Borussia Dortmund. Da wollen wir natürlich den Einzug ins Finale des Champions League planen. Wieder das Bewurf mal wieder getroffen. Und diesmal haben wir es dann durchgezogen. Und ja, wie gesagt, im nächsten Spiel heißt dann Borussia Dortmund den nächsten Gegner. Also Champions League Halbfinale, Rückspiel in Dortmund.
Und ja, das sehen wir uns in der nächsten Folge an und da freue ich mich schon drauf. Hoffentlich schaffen wir's. Dann ist die Entscheidung. Wer steht im Finale der Champions League? Dortmund oder schon wir? Wir sehen uns dann wieder mit der Entscheidung.